und dran. Und das gab es jetzt dann als offizielles DLC. Und ja. Was ich aber sehr, sehr korrekt fand, was ja viele leider nicht haben, das ist ja, deswegen bin ich auch. Ich war ein Freund von Age of Empires, aber mittlerweile nicht mehr. Nicht, weil das Spiel scheiße ist, sondern weil sie einfach zu viel versucht haben auszuschlachten. Das fand ich ja bei Bethesda ganz gut. Die Leute, die Skyrim schon hatten, haben die Special Edition gratis bekommen. Genauso bei Bioshock. Dieses Remastered war ganz lustig, haben ein paar Sachen geändert, ein bisschen grafisch aufgewertet. Super, um es wieder neu zu verkaufen. Und die, die das Spiel vorher hatten, haben den gratis Zugang bekommen. Zu diesen Spielen. Das war sehr gut. Und ich gesagt, okay, hier ist Neues, kauf sie doch nochmal. Ja, stimmt, ich habe Ja. das Remastered ja auch. Ja. So. Das ist das, weswegen ich bei Age of Empires so ein bisschen traurig bin, weil sie es jetzt zu oft gemacht haben. Du hast ja das Originale dann von damals. Ich habe ja die 2013er Edition, das war die, das war schon HD Remake. Und jetzt kommt nochmal ein Remake da draußen. Da denke ich mir so, man kann es mit. Age of Empires 2 wird immer noch gerne gespielt, ist ein schönes Spiel, aber man muss doch keine 5 Remakes rausbringen, nur weil es Kohle bringt oder bringen würde. Ja. Und Das heißt. deswegen hole ich mir die neue Edition von diese Ultimate Edition oder so einfach nicht, weil ich schon theoretisch zwei von den Ich Dingen sag habe. mir dann immer sarkastisch, wenn sie die Kohle dann wenigstens in die Entwicklung von Age of Empires 4 stecken, soll es für mich ganz okay sein, aber Jo. ja, das bin ja mal gespannt, ob das dieses Jahr noch rauskommt, das Age of Empires 4. Ich glaube es ja fast nicht, aber. Ah, jetzt habe ich die Quest, jetzt habe ich diese Herausforderung auch abgestürzt. Was ich so an sich so ein bisschen gut finde hier, ist, dass diese Bonus-Herausforderung, dass du die erst beginnen musst, damit du überhaupt checkst, was hier abgeht. Bei 1 hast du ja gesehen, okay, du kannst halt so und so viele Totems abklatschen, suchst du. Habe ich auch gemacht. Hier bei Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel musst du erst von der Klippe springen, dass du siehst, oh, es gibt eine Herausforderung, spring von 5 Klippen. So. Muss man ein bisschen hingucken, muss man so ein bisschen hin und her machen, das ist ganz gut. Die Story führt einen auch so ein bisschen dazu, das haben sie hier gut gemacht, aber ich kann die Stadt echt nicht mehr sehen. jetzt gehe ich einfach mal weiter, wo gemarkiert ist. Hier aus irgendeinem Grund komme ich nicht hier hoch. Ich weiß nicht ganz, wie man da hinkommt. Also ich wusste es mal irgendwie, wie man jetzt auf der Karte sieht. Gibt es hier irgendwo einen Zugang, das ist aber ein unterirdischer Zugang, aber durch die unterirdische Zugang komme ich nicht. Ich war jetzt hier. Ich dachte, ich könnte von hier rein. Aber ich gucke jetzt mal, ob es irgendwo einen anderen Zugang gibt. Aber den gibt es halt auch nicht. Mir lässt es jetzt so ein bisschen keine Ruhe. Ich würde da schon gerne hier nochmal weiter gucken. Aber auf der anderen Seite kann ich die Stadt genauso wenig sehen wie ihr beide jetzt. Ich habe halt irgendwie einen stillen Zuschauer, aber naja, ist das so. Ja, das dürfte der Justin sein, denke ich, oder? Nee, ich habe drei, ja doch, drei Zuschauer. Ein Zuschauer ist mein iPad, weil ich natürlich Ein nicht ganz Zuschauer sicher bin bin. ich. Einer bist du. Ja gut, dann hat sich der andere verabschiedet. Ja, und einer ist der Justin dann Ja, wahrscheinlich. Justin, du und ich. Okay. Jetzt muss ich nur gucken. Irgendwie muss ich hier irgendwo hochkommen. Ist der Zugang hier oben oder ist der Zugang hier unten in der Höhle? Diese Höhle ist mit Wasser besetzt, aber da weiß ich, dass man rauskommt. Und das mit dem aktuellen schlechten Bitraten liegt aber auch daran, dass Shadow of the Tomb Raider viel, viel Ressourcen gerade von mir frisst. Und ja. Ich habe halt kein i9, ich habe halt nur einen i7 Prozessor. Habe auch nur ein i7. Aber meiner ist älter. Ja? Ja, ich habe den Ja. 2600K. Den habe ich doch auch, oder? Weiß ich nicht, was du hast. Ja doch, ich hab den gleichen wie du. Ah, okay. Wie Ist viel halt RAM? CPU-Z anschmeißen. Was sagt ein CPU-Z? Warte mal. Doch, ich hab den gleichen, meine ich. Wieso CPU-Z? Guck's einfach in deine. Na, ich hab den Weiß ich. gleichen. Okay. 2600K, ja. Okay. 3,4, ne? Oder hast du ihn übertaktet? Genau. Nee, nee, ich mach Okay. nichts mit Übertakten. Halte ich nichts Ja, von. übertakten ist an sich kein Problem. Aber hier muss ich irgendwo hinkommen. Die Frage ist, wie und wo? Oder ist das unten rum?
Oder ist das von der anderen Seite? Hier ist dieser Zugang. Die Frage ist nur, wie komme ich an diesen Zugang? Das sieht auch so aus. Also wenn du im Stream siehst, hier ist der Zugang. Ja, das sieht aber irgendwas nach Sprengen aus, finde ich. Oder anzünden oder sprengen, das irgendwie, gibt's Fackeln oder so ein Scheiß? Sprengpfeile, aber ich kann ja, hau die mal drauf. Ich kann nicht schießen. Ich habe eher das Gefühl, dass man da von der anderen Seite rüberkommt. Da ist dann halt die Frage, wo ist der Zugang zu diesen Dingen? Sprengpfeile und kannst nicht schießen. In der Stadt kannst du nicht schießen. Achso, das zählt noch zur Stadt, okay. Ja, sieht mir aber schwer nach Sprengen aus. Ja, ja, ich weiß. Die Frage ist ja, gut, nur, aber da geht's ja links noch einen Weg, oder? Also wenn du mal runter gehst, so circa... Nee, der ist hier auf der anderen Seite. Das ist... Obwohl, ich kann natürlich gucken... Nee, hier unten unter dir, also auf der Karte unter dir. Genau da links, runter ein bisschen, runter. Ja, und jetzt links, genau da der Weg. Vielleicht geht der Weg da durch den Nebel und dann rechts das an ist die Stelle. Da war ich schon. Das ist die Höhle, wo ich eigentlich durchtauchen kann, aber auch irgendwie nicht durchtauchen... Kann. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass du da rauskommst. Ich war da nämlich schon mal in einem Offscreen-Dingsbums. Mhm. Aber du kannst ja hier durch die Höhle, das ist auch dieser Weg, der dir gezeigt wird. Ist jetzt leider nur im Stream ein bisschen dunkel. Aber ich guck da jetzt mal hin. Hier ist so ein Spalt, da kannst du durch. Die Frage ist nur, wenn du nur von der einen Seite da durch kannst. Ist das da? Mach jetzt mal die Karte an. Das ist dieser Weg sozusagen. Mach jetzt mal die Karte an. Nee, das ist ein anderer Weg. Hä? Nee, den meine ich. Ich meine weiter unten. Ich weiß. Also viel weiter unten. Aber vielleicht könnte es auch das sein, ne? Na, schwimmen halt mal weiter. Ja. Hat sie Luft? Musst du irgendwann auftauchen oder kannst du. Ja, ja, du musst irgendwann auftauchen. Du kannst dich ewig. Ja. Also ich bin jetzt hier am Lagerfeuer, so. Was den Weg, war da unten jetzt in dem Wasser? Da ist ein Durchgang. Die Frage ist nur, warum geht lauf jetzt mal durch? Ich bin ja jetzt auf dem Weg, den du meinst. Ich mache jetzt die Karte auf. Weiter südlich, noch circa ja, 200 Meter südlich laufen. Den hier, den Weg, wo ich jetzt mit dem Kreuz drauf bin im Stream. Ich habe dann ja mit dem iPad nochmal geöffnet. Den meinst du, ne? Da ist Lager, das Kreuz, genau den Weg. Der Weg führt hier durch dieses Grab, wo ich schon gewesen bin, und da komme ich aber nicht weiter. Okay, da komme ich nicht hier hoch. Sieht so aus, wie wenn der durch den Nebel führen würde und dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Na komm, drauf geschissen, dann ist das halt so. Vielleicht komme ich da irgendwie nochmal woanders da lang. Aber was ist in der Wasserhöhle? Also. Da kommst du raus aus der Höhle, glaube ich. Mhm. Und da ist ja dann noch hier dieses Dokument und dieses Wandgemälde und dieses Relikt. Da warst du ja aber scheinbar schon mal, was, sonst wäre es ja nicht aufgedeckt, oder? Nee, die Überlebensverstecke, die du findest, zeigen dir auch manchmal manche Schätze von Gebieten, wo du noch nicht gewesen bist. Okay. Sonst werden die auf der Karte nicht angezeigt. Vielleicht komme ich da andersweitig lang, man weiß es. Ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Ich renne jetzt einfach durch und mache mit der Dingsbums weiter. Dann ist das halt so. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben, schickt. Oder, warte. Nee, okay, das ist nur ein Becken. Kann nämlich auch sein, dass irgendwo ein unterirdischer Durchgang ist. Nee, das ist nur ein Wasserbecken, okay. Wobei man sagen muss, dass die Stadt ja schon extrem schön gestaltet ist. Also schön? Ja, auf jeden Fall. Auch lebhaft, also dass da auch wirklich Dorf, wo das sind, die halt ihren Tätigkeiten nachgehen, halt auch irgendwie halt ihr Leben dort haben. Ich kann's verstehen, warum sie wollen. Ich kann schon verstehen, warum sie versuchen, dich da ein bisschen reinzuhauen. Das da die Kinder und sowas, ist schon schön gemacht, also kann man nichts sagen. Kann's schon verstehen, ist halt vielleicht als Spieler ein bisschen zu viel. Also schön gemacht, ja, optisch wunderbar, auch schön, ich kann's halt auch alles verstehen. Warte mal. Ich geh doch nochmal hier lang, mir brennt das echt unter den Fingernägeln. Das ist so eine Sache, wenn ich es weiß und eigentlich habe ich die Schnauze voll, aber du willst es trotzdem mitnehmen. Ja, ich sage ja, das ist bei mir auch immer so ein schmaler Grad. Ich möchte zwar dann nicht lang aufgehalten werden, aber ich bin halt einfach ein Perfektionist von meiner Art her und will halt immer gleich alles haben, damit ich gleich schon auf 100% bin. Deswegen ist es bei mir immer so immer zwei Seiten von der Münze. Warte mal, hier ist ein Basislager. Vielleicht könnte ich hier durch. Auf
das Basislager kann ich. Gibt es hier irgendwo ein Lager in der Nähe? Jo, gibt es. Ich will mal was probieren. Ich glaube, ich habe es geknackt. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. So, hier hoch möchte ich. Dann gehe ich mal hier in das Lager und gucke mal, ob es hier unterirdischen Zugang gibt. Unterwassergeschiss. Justin, wie fieberst denn du mit? Also ich weiß nicht, das ist immer so eine Sache. Ich bin, wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene. Ich zum Beispiel bin halt Strategie geht. Ja. Hier so vom Game-Typ her. Ich bin halt eher so ein typischer Hack-and-Slay-Instinkt-Typ. Hellblade. Also Hack-and-Slay finde ich auch mega geil. Ja. Das ist einfach, ich habe da so einen gewissen Instinkt drin und habe da auch gewisse Reactions, gerade mit dem Controller. Hier zum Beispiel Hellblade Senua passt perfekt auf mein Spielprogramm. Ist viel Rätseln, ist aber auch viel Dingsbums dabei. Gefällt mir auch extrem gut. Also Hack'n'Slay kommt bei mir gleich nach. Strategie auf jeden Fall. So. Strategie wirklich nur, wenn du halt genug Leute dafür hast, weil alleine würde ich, macht's halt einfach keinen Spaß. So ist es, sag ich zumindestens. Ja, ich finde es halt sehr beruhigend. Ja, es ist ganz entspannt, aber... Aber es ist schon ein Genre, ja, ist halt nicht aber, weh, Mann, das ist schon klar. Vor allem auch nur für Ältere, ja. Ich glaube, Justin zum Beispiel, der ist ja, soweit ich weiß, noch 17. Ich weiß nicht, ob du schon mittlerweile 18 geworden bist, Justin. Aber zum Beispiel Strategiespiele wäre für Justin zum Beispiel nichts. Das wäre für ihn einfach zu langweilig. Das will ich jetzt pauschal nicht mal so in eine Schublade stecken. Aber ich denke schon, dass es eher ältere Spiele anspricht. Aber es gibt bestimmt auch den einen oder anderen 16-Jährigen, der unter Umständen vielleicht ja, auch aber Justin Spiele ist nicht spielt, so der Typ. Also ich schätze den, ja. Justin, du kannst mir gerne widersprechen, Justin, aber ich schätze dich jetzt nicht so als Typ dafür ein. Ich glaube, der ist aber auch AFK. Nee, der schreibt gleich. Ah, okay. Denke ich. Der sagt immer Bescheid, wenn er AFK ist. Das ist das Schöne. Sagt immer Hallo und Tschüss und hast nicht gesehen. Ist halt nicht so ein Arschloch wie ich. Blub zum Beispiel. Blub zum Beispiel kenne ich auch etwas privater. Der hat ja mir mal eine Grafikkarte zukommen lassen. Cool. Ja. Er hat eine übrig gehabt. Ich hatte war aber nicht ganz sicher, ob die jetzt ganz ist oder nicht. Und er wusste es auch nicht. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, was du da machst. Ich glaube, das ist es. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das sind dann auch so die Momente, wo ich halt bei Old Force hier ist eine Falle, oder? Hier war ich schon. Hier kannst du runterspringen direkt zum Wasser, das ist kein Problem. Kannst aber auch außen weitergehen. Von daher ist immer so eine Sache. Aber das finde ich die Momente, die fand ich halt auch schon beim ersten Tomb Raider. Das ist geil, diese Momente sind halt geil einfach. Und das mag ich halt. Ich finde zum Beispiel auch das, was wir eigentlich genauso gut aufgebaut ist, ist das aktuelle Star Wars Fallen Order. Finde ich mega geil. Mega das Problem ist, ich glaube, geil. Das ist jetzt hier nur so ein Kreis, dieses Grab. Ich glaube nicht, dass ich von da nach da hinkomme. Sieht auch nicht so aus, weil wo der Nebel ist, glaube ich, komme ich nicht richtig rein. Oder ich könnte es unter Wasser nochmal probieren. Ja, irgendwie wirkt schon, wie wenn du da was machen könntest. Ja, aber das habe ich ja schon angeguckt. Das ist ja das Problem. Was haben wir denn da? Ja, hier kam ich ja schon hin. Alles gut. Ich probiere es einfach nochmal. Wenn es halt klappt, klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Aha. Schon mal die richtige Richtung. Bei Unterwasser bin ich auch immer vorsichtig. Guck, und schon bin ich wieder auf einer anderen Richtung, kann aber nicht weiterhin. Das ist das Problem. Siehst du, und jetzt bin ich schon wieder in eine andere Richtung. Ich kann nicht nach links. Na, verstehe. Okay. Hier war nur dieses Überlebensversteck und dann muss ich wieder zurück. Gut, blöd gelaufen. Jo, dann muss ich einfach mit der Story weitermachen. Vielleicht komme ich da noch mal hin. Ich meine, das wäre so gewesen. Jetzt kommt die Erinnerung wieder hoch. Warum die Erinnerung gerade so ein bisschen schlecht ist, daran hat auch ein bisschen der Sluxy mit Schuld. Er hat mich bei dem einen Mario-Aufnahmen zum Trinken animiert. Der kam saugut an, der Stream. Muss ich sagen. Ich habe jetzt vorhin meinen Stream reinguckt, der richtig gut ankommt. Der hat, glaube ich, mit 66 Aufrufe und, glaube ich, 11 Likes oder so. Da habt ihr ein bisschen Factorio gespielt. Ja, da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Es wird auch viel gebottet. Das merke ich zum Beispiel bei meinen Hatern auch.
Dass zum Beispiel. Und es sind 11 Likes und 2 Dislikes, das ist saugut und muss ja viele Aufrufe. Ja, muss halt auch nichts bedeuten. Deswegen muss man eigentlich immer gucken, ist es jetzt, sind es jetzt wirklich Likes und Dislikes oder sind es zum Beispiel ein User, mehrere Accounts. Das ist ja das. Gut, aber warum soll jemand Likes spotten? Also Dislikes, okay, um jemanden zu ärgern, aber warum soll jemand positive Likes spotten? Das ist alles machbar. Hat ja YouTube auch schon längst gemerkt, dass du dir auch Abonnenten kaufen kannst und allem drum und dran. Und ich zum Beispiel, ich finde es so scheiße, weißt du, auf der einen Seite kannst du, guck, jetzt bin ich wieder oben, auf der einen Seite zum Beispiel kannst du sehen, was für ein System dein Hater sozusagen oder die Leute benutzen, die dich liken oder so, kannst aber nicht sehen, welcher Abonnent das ist. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich, wie heißt's, bei mir in den Hates ist es halt so, es ist ein Abonnent, der kriegt dann mit iOS, also mit seinem Apple-Dingsbums, disliked der meine Sachen, kriegt auch die Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochkommt. Ja, weißt du, welcher Abonnent es ist? Nee, das zeigen sie dir nicht. Sie zeigen mir, was für ein System der benutzt und dass es ein Abonnent ist, aber mehr nicht. Der okay, zweite, weil du kannst Abonnenten ja blockieren, also du kannst, wenn du wüsstest, ja, welcher das wäre, kannst du sagen, okay, hau ab von meinem Kanal, ich blockiere, ich kann auch deine Videos immer disliken. Ja. Nee, das ja, geht, glaube ich, ich weiß nicht, ob das geht. Das geht definitiv. Aber was mich halt auch schon immer gestört hat an YouTube, ist, dass du eben nicht siehst, wer deine Videos liked, weil man sich dann auch mal speziell bei den Leuten bedanken könnte, die dieses Video liken. Also liken schon, du kannst gucken, dass es Abonnenten sind und du kannst dir deine Abonnenten angucken und diese Abonnenten, wenn die das freigeschaltet haben, kannst du sehen, was sie liken oder nicht. Ja, das ist okay. Gut, aber das wäre ja aufwendig. Also das ist ja aufwendig. Ist es immer aufwendig. Ja. Ich weiß zum Beispiel, ich habe ungefähr 5 Dislikes. Das bedeutet, es ist eine Person. Das weiß ich, das schätze ich einfach ab, weil die Dislikes kommen alle relativ gleich. Bedeutet, der Typ, der iOS benutzt, disliked. Der zweite Abonnent benutzt ein Linux-System, das ist ein Bot. Weil Linux-System meistens nur Server-Leute benutzen und keine Casual-Leute. Das bedeutet, es ist der gleiche. Und da du halt auch mit deiner E-Mail-Adresse, mit deinem Google-Konto mehrere Benutzer haben kannst, kommen die anderen 3 Dislikes von Nicht-Abonnenten, die kommen aber auch immer zeitgleich. Du kannst genau sehen, okay, also das Video hat um den Zeitpunkt so und so viele Dislikes bekommen. Das bedeutet, der hat dann, entweder war das der Bot oder der Typ, der halt irgendwie, oder dieser eine Abonnent, der hat dann einfach seine 3 Benutzer schnell gewechselt. Das geht innerhalb von unter einer Minute geht das. Und dann kannst du das einfach disliken. Zack, hast du 5 Dislikes. Justin, mein Gott, sollst du mal ein Let's Stream and Drink machen? War sehr amüsant. Mach nochmal so ein Let's Stream and Drink. War amüsant. Wie ist es? Wirklich, Justin? Beim letzten Mal habe ich Subnetting und IP-Adressierung erklärt im besoffenen Stream. Größer als Paititi? Ja, aber... Nochmal, also ich habe keinen Arsch verstanden. Was? Wegen den Dislikern, also ich weiß nicht, dass die Leute da einfach kein Leben haben, das ist... Das ist halt wirklich, das sind das halt diese Florenzianer. Ich bin zum Beispiel seit knapp 2 Jahren vom Spiel weg, weil ich irgendwas nicht gut finde, was sie machen. Ja, nee, ich kenne ja die Story so, aber halt mehr oder weniger. Und die GMs unterhalten sich immer noch und nehmen mich als Buhmann. Da bewegen wir uns ja irgendwo auf dem Kindergartenniveau, als irgendwann muss es ja auch mal verjähren, also... Ich weiß nicht, ob die Jungs gerade auch zuschauen oder so, eventuell, oder... Nö. Aber ihr seid auf jeden Fall Spasten, falls es doch im Nachhinein noch sehen. Nee. Vielleicht haten sie jetzt meinen Kanal auch. Die haten nur, wenn du mit denen nicht kommunizieren kannst. Okay. So ist das. Die haben mich ja auch von Discord und alles runtergesetzt und allem drum und dran. Also ich habe auch keine Möglichkeit mehr, mich mit denen zu unterhalten oder mich zu wehren und deswegen... Klingt jetzt doof, aber so, das ist so... Ich bin ja echt so kein Freund von diesen, ich sag's mal so, von diesem Antifa-Geschwätz. So, du bist nicht auf meiner Seite, deswegen sage ich, du bist rechts und damit darf ich mit dir machen, was ich will. Ist es nicht. Bin ich überhaupt nicht so der Typ, das ist Quatsch und allem drum und dran. Da habe ich mich auch schon mit ganz vielen Linksradikalen, gerade hier in der Studentenstadt, auch angelegt und sagt, hier Leute, das geht so nicht. Du kannst nicht einfach, weil dir das Beuteschema ausgeht, dein Beuteschema erweitern. Das macht dich nicht besser als das, was du verachten willst. Aber dieses Verhalten, das ist wirklich, passt wirklich in dieses rechte Bild rein. Okay, nochmal zurück. Ich glaube, da war irgendwas. Ja, hier geht's mit der Story weiter. Ah. Ja, aber da war irgendwie so eine Lupe nochmal irgendwie am Rand. Am Rand? Ja, zurück, wenn du zurückgehst. An dem alten Felsen oder so irgendwas? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ich meine, ich habe da eine Lupe gesehen.
Es kann sein, dass es da so eine, dass es manchmal passiert, dass hier so Käfer entlang, Käfer entlang laufen und die kannst du ja auch looten, wenn sie voll sind. Und dann kommt dieses, kommt diese Lupe. Nee, wenn du jetzt links läufst, links, da links an dem Stein vorbei. Das war wahrscheinlich diese eine Käfer. Auf der anderen Seite? Sicher? Ja. Tatsache jetzt, ja, ist weg. Okay, alles klar. Nichts gesagt, hab nichts gesagt. Das war dieser Käfer, aber bin ich halt gerade voll. Jo, naja. Ja, keine Ahnung, der besoffene Stream kam auch sehr gut an. Der hat natürlich diese 3-4 Dislikes gehabt. Diese Standard-Dinger. Aber dafür 66 Likes. 1200 Aufrufe. Auf der anderen Seite war es halt natürlich auch, wenn du, war es natürlich auch Clickbait. Wird immer negativ damit angebunden, auch wenn es stimmt. Ich kenne da auch einen. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem. Lara erzählt was, deswegen stoppe ich gerade. Alles gut. So, ich muss das Gerät angucken. Das hat mir auch gefallen, die Sachen auch anzugucken, weil ich finde die Artefakte extrem schön gemacht und dass sie auch immer vertont sind, also dass sie da noch immer was dazu sagen. Finde ich extrem nett gemacht, also hat mir beim ersten auch schon zum Beispiel Zeldri, wenn der zum Beispiel irgendwie hört, ja, das ist Clickbait, dann denkt er es immer gleich negativ, aber auch wenn es stimmt. Und was cool ist, oder ich weiß gar nicht, zum Beispiel KTQ, Achtung, ich schaut's mal was. Das meinst du wahrscheinlich, wo ist der kleine Käfer? Der ist jetzt wieder weg. Wo ist er hin? Aber das war wahrscheinlich das, was du gemeint hast. Die verschwinden ja, das kann einfach schon sein. Auch zum Beispiel, auch wenn ich da besoffen war, ich habe ja geschrieben dann in der Überschrift, der besoffene Graf, echter Absturz, auch wenn es stimmt, trotzdem war der Titel ein Clickbait. Das muss nichts Böses sein, es muss nichts Schlimmes sein, aber es ändert den Fakt nicht. Alles so, hier klar. Muss ich weiter. Jetzt geht's halt wieder mit Kletter-Action los. Jo. Und naja, manche Leute reagieren da halt extrem negativ drauf. Das ist halt auch schade. Oh, das ist, irgendwo muss man ja gucken, wo man bleibt in den, in der heutigen Let's Player-Zeit. So, hier komme ich nicht weiter auf der linken Seite. Die Dungeons sind extrem schön gemacht. Das stimmt, ja. Die sind wenn, schon heute mal, wenn du heute mal einen Tomb Raider 1 anmachst, hey, wo dir die Augen rausfallen und dann siehst du sowas. Also findest du eigentlich den Tomb Raider 1 Skin von der Lara hier? Was sie erlebt haben und wo sie heute hast du es gesehen? Wahrscheinlich noch nicht. Amaro, das ist kein Tomb Raider 1 Skin, was sie jetzt anhat, oder? Nee, ich zeig dir das. Das siehst du dann auch direkt. Was er dafür tut. So viel Tod. So, Inventar. Ja, Zeit schon extrem gewandelt, finde ich. Ich muss ihn aufhalten. Warum kann ich das nicht anziehen? Ich glaube, weil das Dress, was ich anhab, zur Story gehört, kann ich es nicht wechseln. Ich kann mal gucken, ob ich da irgendwie eine Vorschau hinkriege. Siehst ja, ich kann die anderen Dinger gerade nicht ansetzen. Ja, aber man hat es schon gesehen, die Dinger, ja. Das kann ich ansetzen, aber hier zum Beispiel, die ist dann auch genauso verpixelt. Hier, dunkler Angel, Tomb Raider 2, Bomberjacke. Aber das habe ich auch schon mal probiert mit einem Kumpel. Da waren die Jungs halt hier und haben es mal angeguckt. Auch einer, so ein richtiger Tomb Raider-Fan. Aber das Problem ist, es passt einfach nicht. Es hat einfach nicht reingepasst. Sah schön aus, ein nettes Gimmick, aber es hat einfach wirklich nicht in die in die Umgebung reingepasst, wenn du da so eine dreieckige Lara hast. Ja, das ist wie der aber bei Dings fand ich es ganz cool, bei Super Mario Odyssey kannst du auch so ein Nintendo 64 Mario spielen, da kannst du mit dem Nintendo 64 Mario spielen. Ja, das ist ja hier jetzt auch. Bei Mario finde ich allerdings ist die bei Grafik. Bei Mario macht es aber nicht so viel aus, weil die Grafik eh bunt ist und so schön, richtig. Also so farbenfroh, deswegen wirkt es da nicht so krass. Wenn du ein Mario-Freund bist, dann kann ich dir Head in Time empfehlen. Das ist auch ein sehr schönes Mario, nur dass die Protagonistin oder das Protagonist, ich weiß nicht, das ist eigentlich ein Alien, aber sieht aus wie ein kleines Mädchen, einfach sagt auch nichts, ja. Head in Time ist auch so ein richtig cooles Jump'n'Run. Ein Kumpel von mir meinte, das kannst du mit Mario Sunshine vergleichen. Nur dass du da dieses, nur dass du da mit diesem nervigen Dreck weggedönst, da nicht so rumeierst.
sondern das ist schön. Habe ich ein Let's Play aktuell am Laufen. Die Kleine ist einfach goldig und die sagt halt nichts, aber die Mimik, die sie macht, weil die Mimik, diese Runs wie Mario finde ich ja auch extrem nice. Ja, was mir halt sehr gut gefällt, ist die Schlagwaffe, die du hast, ist halt ein. Jetzt muss die Lara durch Leichen krabbeln. Die Schlagwaffe, die du hast, ist ein Regenschirm und die Fähigkeiten, die du hast, sind halt verschiedene Hüte. Und die kannst du halt nochmal mit irgendwelchen Steckern aufsetzen. Das ist halt schon ganz cool. Ich mag es generell, wenn Jump'n'Runs so ein so spezielle Sachen haben. Shantae zum Beispiel habe ich auch sehr gemocht. Ist auch ein schönes Jump'n'Run. Vor allem, da es auch für den 3DS gibt und dementsprechend auch eine gewisse Grafik hat, dass die keine normale Monsterwaffe oder so hat, sondern... Ich glaube, das Head in Time muss ich kaufen. Da schreibt einer, das ist eine Mischung aus Super Mario 64 und Odyssey. Ich glaube, das muss gleich mal auf die Wunschliste. Habe ich gestern auch nochmal. Wir können da nochmal kurz reingucken. Da kann ich nochmal einen Boss-Run machen, um es hier mal zu zeigen. Dann können wir Shadow of the Tomb Raider nochmal reinspielen. Das sieht echt gut aus hier. Ist auch ein schönes Spiel. Aber ich sehe schon anhand den Bildern ja ein paar Dinge sogar von Odyssey kopiert. Das kann sein. Also die eine Stadt da in dem Lava-Level ist definitiv wie die Wüstenstadt von Odyssey. Und dann ist mit dem Roller ist auch definitiv von Odyssey. Aber gut, es soll ja, wenn es gute Kopien sind, warum nicht. Also ich finde, es ist keine Schande, wenn man vom Meister kopiert. Nö, lieber gut kopiert als schlecht selbst. Genau, so sieht es nämlich aus. Vor allem die Kleine, ich mag einfach die Kleine. Die ist einfach goldig. Das muss ich mir jetzt echt mal auf die Wunschliste setzen. Ein Kumpel hat gemeint, Sascha hier, das wird dir gefallen. Best Friend natürlich, der Jan, den kennt ihr ja auch ein bisschen, die meisten. Also du jetzt nicht der Slaxi, sondern wirklich Best, Best Friend heißt auch Jan, deswegen ist es ein bisschen verwirrend. Aber wenn der Best Friend schon sagt, hier, das gefällt dir, dann wird das auch schon seinen Grund haben. Ah, das habe ich sogar schon im Auge gehabt, das habe ich schon auf der Wunschliste, okay. Ja, ich habe es gesehen. Ah, wird mich nämlich dran erinnern. Okay, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's los. Das mit dem Kuh meinst du jetzt hier? Das da mit dem Käfer, den habe ich jetzt mal genommen. Der hat auch schon gesagt, zum Beispiel hier, Sascha, du magst doch, du hast dir Deadpool gekauft, das Videospiel, mit dem war ich dann auch, wir sind dann auch gemeinsam in Dingsbums gegangen. Gemeinsam in den Kinofilm. Ich habe wohl keine Wahl. Graf, es wird ein neues Shantae kommen. Das heißt Shantae and the Seven Sirenen. Ich weiß nicht, ob es neu kommt oder ob es schon draußen ist. Ich habe ja zwei Shantaes gespielt. Eins habe ich auch Let's Played. Da fing es ja mit dem Hate an. Shantae and the Seven Sirens. Ja, Shantae ist eigentlich ganz gut. Ist ein bisschen anzüglich, die Dame. Jo, Sex Sells, was soll's? Ich find's geil, wenn man gerade das, wenn man bei leisen, wenn man bei den Kills dieses macht. Wie gesagt, ich habe ja Deadpool gekauft und habe das Spiel gefeiert. Der Film war auch ganz geil, aber ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, weil wenn du das Videospiel mit dem Dingsbums vergleichst, geht es, nee, ist halt so. dann hat er gesagt, ja, es gibt sowas ähnliches, so einen leichten anzüglichen Hack-and-Slay-Charakter, nur in weiblich. Guck dir mal Bayonetta an, hat er vollkommen recht gehabt. Mit einem silbernen Auge. Also was er kann, ist mich einschätzen, was mir gefällt. Dann hat er gesagt, hier Head in Time, ich mir angeguckt. Und ich bin daneben gesprungen. Naja, auf jeden Fall. Shantae war auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, wie bin ich an das Spiel rangekommen. Wirklich auch nur auf... Bin gerade überlegen, ob ich mir eine Shisha mache. Das musst du entscheiden. Ich bin militanter Nichtraucher. So. Ja, ich würde Shisha nicht mal als Rauchen bezeichnen. Ja, trotzdem. Ich sag entweder ganz oder gar nicht. Die Barriere muss verbrennen. Aber das hat bei mir auch spezielle Gründe. Meine Mutter hat halt immer geraucht und auch ganz gerne an Dingsbums. So, wir müssen den Kram hier mit Öl füllen. Wenn das Öl brennbar wäre. Das Öl ist brennbar. Wir kriegen das gleich hin, Lara. Mach mal langsam. Meine Mutter hat halt auch ganz gerne bei Esstischen
allem geraucht und das hat mich ja so abgeliedert. Deswegen habe ich halt nie angefangen. Und als Kind habe ich mal Zigaretten gegessen und zwei Tage durchgekotzt. Das hat mich kuriert. So. Was mich so ein bisschen, was auf der einen Seite ganz gut ist, was mich so ein bisschen fuckt, ist, manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?